Und jetzt was zum Mitraten. Wir haben unser Kamerateam an einen ganz besonderen Ort geschickt. Nur wohin genau? So viel verrate ich Ihnen. Jeder von uns braucht diesen Ort irgendwann. Keiner mag ihn. Und um zu verstehen, was dort wirklich abgeht, muss man runter in den Keller. Ha? Hast du schon eine Idee? Unser Kamerateam begibt sich auf Erkundungstour. Der erste Eindruck? Endlose Gänge in Grün und Gelb. Der Teppich ist nicht jedermanns Geschmack, aber er ist denkmalgeschützt. Kein Witz. Und dann noch Kunstobjekte wie dieses Pferd. Sind wir vielleicht im top durchgestylten Logistikunternehmen eines Online-Händlers? Dafür spricht die unterirdische vollautomatische knapp 4 Kilometer lange Transportanlage im Gebäude, entwickelt in der Schweiz. Weltweit gibt es nur 3 solcher Anlagen. Werden von hier aber tausende Produkte, die wir im Netz bestellen, zusammengestellt, verpackt und verschickt? Oder handelt es sich eher um eine Fabrik? Unser Kamerateam stellt fest, dass hier täglich tausende Shirts und Tops vom Band laufen. Ist das etwa eins der wenigen Textilunternehmen, die Produkte noch in Deutschland herstellen? Dazu würde auch diese Riesenküche passen. Eine Kleiderfabrik hat schließlich viele Mitarbeiter und die brauchen eine große Kantine. 4200 Mahlzeiten werden hier pro Tag gekocht. An 365 Tagen im Jahr. Mit solchen Gerätschaften arbeiten wir hier. Das passt eigentlich sofort auf deinen Kopf. Was wird denn hier zusammengerührt? Gemüsefleischbrei, nicht gerade typisches Kantinenessen, sieht eher nach Knastessen aus. Wie lange sind Sie schon hier? Gute 30 Jahre. Ist unser Kamerateam etwa in einem riesigen Hochsicherheitsgefängnis, in dem lebenslang einsitzende Gefangene Kleidung herstellen? Die sind natürlich besonders verschlossen und noch mal verschlossen und noch mal verschlossen. Und da brauchen wir natürlich, ist ein Hochsicherheitsbereich, ja. Dazu würde auch passen, dass es hier eine Wäscherei gibt, in der alle Klamotten gleich aussehen. Ist das die Gefangenenkleidung einer Justizvollzugsanstalt? Wo es hinter den Kulissen auch mal härter zur Sache geht. Man hat Blut, Fettreste, ist es ein etwas anderes Waschverfahren. Aber was macht dieser Ort in einem Gefängnis? Sieht aus, als würde man Crashtest-Dummies bauen. In grünen und blauen Shirts mit Blut und Fettflecken und echten Gebissen? Aber das ist ein echtes. Ja, das sind echte Zähne. Also einzelne von verschiedenen Menschen und die sind dann zu einem zusammengebaut. Verbergen sich hier vielleicht geheime Forschungsprojekte? Wo ist unser Team bloß hingeraten? Das Rätsels Lösung. Wir sind im größten Krankenhaus Europas, der Uniklinik Aachen. Der denkmalgeschützte Designerbau stammt aus den 70ern und soll wie eine Fabrik aussehen. Das fand man damals schick. Um zu verstehen, wie der Laden läuft, muss man in die Untergeschosse. Dort arbeiten viele der 6000 Mitarbeiter fast unbemerkt. Doch ohne sie würde hier alles zusammenbrechen. Patienten und Besucher ahnen nichts von ihnen und kommen auch nie in diese unterirdischen Bereiche. Mit einer Ausnahme, der Notaufnahme. Die ist im größten Krankenhaus Europas auch im Keller. Jörg Brockmann ist einer der 6000 Mitarbeiter und Chef der Notaufnahme. Er liebt seinen stressigen Job. Das Schöne an diesem Job ist einfach, dass man morgens nicht weiß, was den tagsüber passiert und dass man eigentlich auch jetzt überhaupt nicht weiß, was passiert in den nächsten 5 Minuten. Und das macht das eigentlich in so einer Notaufnahme so spannend. Der Arzt übertreibt nicht. Wenige Minuten später wird dieser Mann eingeliefert. Er hatte einen schweren Verkehrsunfall. Anders als in Filmen geht es in einer echten Notaufnahme ruhig und besonnen zu. Bewusst. Hektik und Rumgerenne wären unprofessionell und würden die Patienten nur verunsichern. So, Team ist komplett. Herzlich willkommen im Schockraum Uniklinik Aachen. Einmal Übergabe, bitte. Im sogenannten Schockraum hat sich ein Ärzteteam versammelt. Vom Chirurgen bis zum Neurologen sind alle Fachrichtungen dabei, die in diesem Fall helfen können. Der 43-Jährige ist auf dem Weg zur Arbeit von der Straße abgekommen und hat sich bei 70 km/h überschlagen. Röntgenbecken! Er wird sofort mehrmals geröntgt. Darum tragen alle orangefarbene Schutzkleidung.
Die genaue Diagnose erfahren wir später. Etwa eine Viertelmillion Menschen wird in der Aachener Riesenklinik pro Jahr behandelt. Und die brauchen natürlich auch Medikamente. Massenweise. Darum gibt es im Krankenhaus Keller eine große Apotheke. Dort erwartet uns der leitende Apotheker. Hallo. Ja. Sind Sie Herr Dr. Eisert? Ja. Wir sind das Filmteam von Galileo. Hallo, guten Tag. Super, ich habe Sie schon erwartet. Die Apotheke muss den 14-Tages-Bedarf des Krankenhauses an Medikamenten vorrätig haben. Dazu ist jede Klinik in Deutschland gesetzlich verpflichtet. Frühmorgens schicken alle Stationen ihre Bestellungen über Computer hierher. Dann werden die benötigten Medikamente vollautomatisch in Kisten zusammengestellt. Hier lagern Medikamente im Wert von Millionen Euro und natürlich auch Opiate. Darum werden die Kisten versiegelt, bevor sie an die jeweiligen Stationen ausgeliefert werden. Die ganze Apotheke ist eine Art Hochsicherheitsbereich. Die Apotheke ist natürlich alarmgesichert. Und wenn hier einer in bestimmten Räumen einbricht, ist in 5 Minuten die Polizei hier und der Raum ist umstellt, beziehungsweise die Apotheke ist umstellt. In der unterirdischen Krankenhausapotheke fertigen Fachkräfte auch wichtige Medikamente in Handarbeit an. Da sind Präzision und Konzentration gefragt. Dies werden zum Beispiel blutdrucksenkende Kapseln für herzkranke Kinder. Denn es gibt auf dem Markt nur ganz wenige Fertigpräparate für Kinder und Jugendliche. Gleich nebenan die riesige Krankenhausküche mit 82 Mitarbeitern. Keine Gefängnisküche, wie wir am Anfang behauptet haben, obwohl der Ruf von Krankenhausessen ähnlich schlecht ist. Aber stimmt das? Hier werden gerade die letzten Frühstückstabletts für 1400 stationäre Patienten fertig gemacht. Am Fließband. Weiter vorn ist schon das Mittagessen in Arbeit. Köchin Nadine Zimmermann macht Gorgonzola-Soße für Pasta. Das vegetarische Essen für heute. Es gibt immer eine Hauptspeise, eine Zweitspeise und eine vegetarische. Also eine auch immer Moslem geeignet, eine Vollspeise, wo alles drin ist, also auch Zwiebeln und Knoblauch. Eine, wo darauf geachtet wird, dass eventuell auch Diabetiker leicht ist. Uns fällt auf, dass zwar in riesigen Mengen, aber frisch zubereitet wird. Wie hier der Wirsing mit Speck. Fast nichts kommt aus der Tüte oder dem Eimer. Sogar die Bratensoße wird wie in guten Restaurantküchen aus Knochen und Gemüse hergestellt. Woher kommt der schlechte Ruf des Krankenhausessens? Der dienstälteste Koch hat dazu seine eigene Theorie. Wilhelm Scholl arbeitet seit 30 Jahren hier und ist natürlich kein Knacki. Ich denke mal, der Patient, der liegt 24 Stunden auf dem Zimmer, hat nichts zu tun. Und ja, er freut sich aufs Essen, das ist für ihn Highlight des Tages. Und wenn es nicht so wie zu Hause ist, was für uns auch nicht machbar ist, ja, dann ist er leicht verärgert und vielleicht auch stinkig. Der Gemüse-Fleischbrei, den wir am Anfang gezeigt haben, ist übrigens schon Kost für Patienten, die nicht so gut schlucken können. Aber ein Klischee stimmt dann doch. Privatpatienten bekommen besseres Essen. Das wird hier zubereitet. Hauptspeise heute? Edler Lammlachs. Aber wie kommt das Essen aus der Küche? Wie kommen die Medikamente aus der Apotheke dorthin, wo sie hin sollen? Schließlich ist das Krankenhaus 422 Meter lang, 130 breit und hat 14 Stockwerke. Dann wacht man das Fahrwerk ab und dann kommen wir los. Ja, Kopf einziehen. Da kommt die vollautomatische unterirdische Transportanlage ins Spiel. Nur ausnahmsweise und in Begleitung dürfen wir rein. Hier ist eigentlich Sperrgebiet. Die Transportcontainer haben zwar nur eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometern pro Stunde, aber sie halten nicht an. Und vor lauter Filmerei gerät unser Kameramann dann auch fast unter die Räder. Die Anlage im größten Krankenhaus Europas ist knapp 4 Kilometer lang und transportiert täglich 100 Tonnen zu ihren Zielorten. Vom Frühstückstablett über Medikamente bis hin zur Schmutzwäsche. Zu den Zielorten weiter oben geht es über hohe Schächte.
Dort, wo dieser Schmutzwäschecontainer hinfährt, ist auch unsere nächste Station. Die Wäscherei. Auf dem Weg dorthin geraten wir in einen Einsatz der krankenhauseigenen Feuerwehr. Wegen eines Alarms im Schmutzwäschelager sind sie mit so einer mobilen Löscheinheit unterwegs, geeignet für Einsätze innerhalb von Gebäuden. Rauchentwicklung oder andere Gefahren sind jedoch nirgends zu entdecken. Ein fehlerhafter Rauchmelder hat die ganze Aufregung verursacht. Aber immerhin sind wir jetzt dort, wo wir hinwollen, in der Wäscherei. Und stehen auch hier immer im Weg. Die meisten Krankenhäuser haben ihre Wäschereien inzwischen ausgelagert. In Aachen wäscht man noch selbst. Der Vorteil? Man kann die Hygiene viel besser kontrollieren. Sehr wichtig, denn hier landet ja auch OP-Wäsche voller Blut und Fettreste. Insgesamt rund 10 Tonnen am Tag. Da holen wir uns doch gleich Haushaltstipps vom Wäschereileiter. Was haben Sie für mich für einen Tipp, wenn ich Blutflecken habe? Blutflecke mit Kernseife oder Gallseife. Einreiben? Einreiben, bisschen liegen lassen, quellen lassen und dann ganz normal waschen. Und Fettflecken? Fettflecken, handelsübliche Spülmittel. Ist fettlösend. Ist besser als Waschmittel? Ja. Also das heißt, ich mache Spüli? Ja, anschließend waschen. Also ich mache Spüli drauf und dann liegen lassen, das löst das Fett und dann anschließend waschen. Okay, mache ich jetzt dann. Weh, es wirkt nicht. Die vielen blauen und grünen Kleidungsstücke und Laken braucht man für die Arbeit im OP. Die Farbwahl ist kein Zufall. Weiß reflektiert stark. Das würde die Augen beim Operieren ermüden. Zudem vermeidet man damit Nachbilder, die man sieht, wenn man zu lange auf weiße Flächen starrt. Das wäre bei Operationen fatal. Direkt neben der Wäscherei finden wir andere Waschmaschinen. In dieser Abteilung wird OP-Besteck gereinigt, und zwar gründlich. Am Ende des komplizierten mehrstufigen Reinigungsprozesses darf bei 1 Million angelieferter Container voller verkeimter Gegenstände statistisch betrachtet höchstens ein Keim übrig bleiben. Alles andere wäre ein Sicherheitsrisiko für die Patienten. Wie genau es zugeht, zeigt die Kontrolle nach der Reinigung. Unter dem Mikroskop überprüft eine Mitarbeiterin die Sauberkeit von Bohrköpfen, die Hirnchirurgen zum Öffnen des Schädels nutzen. Apropos Bohren. In diesem Raum sind natürlich keine Crash-Test-Dummies, sondern Dummies für angehende Zahnärztinnen und Zahnärzte. Weil es sich um eine Uniklinik handelt, üben hier Studierende Bohren und Wurzelbehandlung. Und zwar sowohl an Kunstzähnen als auch an Echtzahngebissen wie diesem. Die bauen sich die Studierenden selbst zusammen. Die kaputten Zähne besorgen sie sich bei Zahnärzten der Umgebung. Haben die zukünftigen Zahnärzte eigentlich Verständnis für unsere Ängste? Das ist natürlich mit Schmerzen verbunden, jetzt auch für den Patienten. Dass da jetzt nicht jeder Mensch gerne zum Zahnarzt geht, sondern ein bisschen Angst davor hat, kann ich natürlich verstehen. Und das macht dir aber nichts aus, dass du dann so einen Beruf ergreifst, wo die Leute dann nicht so gerne hingehen. Ich hoffe ja, dass ich den Menschen dann weniger Angst mache und die vielleicht zu mir ein bisschen lieber kommen. Am Ende unserer Untergeschosstour besuchen wir nochmal die Notaufnahme. Hier wird längst ein neuer Patient behandelt. Aber wie geht es unserem Unfallopfer aus dem Schockraum? Körperlich habe ich Gott sei Dank nichts, also Glück im Unglück. Und außer Schleudertrauma und hat Kopfschmerzen und halt im Nackenbereich. Ja. Aber wirklich Glück gehabt. Also dann wünschen wir Ihnen allerbeste Besserung. Dankeschön. Und dann dürfen Sie die Hand schütteln. Ja klar, selbstverständlich. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ein Happy End im größten Krankenhaus Europas, das viel mehr ist als nur ein spektakuläres Gebäude. Dank der vielen Menschen, die hier fast unbemerkt im Untergrund jeden Tag ihr Bestes geben.